Ein Miteinander reden über Tourismus, werden mit Touristikern Zukunftschancen und Herausforderungen für den burgenländischen Tourismus erörtert. Mit dem Rekord von 1 Million Gästeankünften und 3 Millionen Nächtigungen ging das Jahr 2016 in die Geschichte des heimischen Tourismus ein. Das ist ein gemeinsamer Erfolg aller im Tourismus engagierten Personen, betonten SPÖ-Tourismussprecher Landtagspräsident Christian Illetitsch und SPÖ-Landtagsabgeordnete Bürgermeisterin Claudia Friedl bei einem Treffen mit Touristikern aus den Bezirken Mattersburg und Oberpullendorf. Die beiden SPÖ-Bundesräte aus dem Burgenland, Inge Bosch-Kruska und Peter Heger, zogen heute Bilanz über das abgelaufene Parlamentsjahr 2016-2017. Bei allen Themen stehe für die burgenländischen SPÖ-Bundesräte die Vertretung des Burgenlandes im Mittelpunkt. In diesem Parlamentsjahr haben wir gemeinsam 14 Sitzungen und 2 Auketten absolviert, 115 Gesetzesbeschlüsse gefasst, 29 Staatsverträge und 32 Ressortberichte behandelt. So die beiden Bundesräte. Über 1000 Väter haben seit Inkrafttreten des neuen Kindergeldkontos im März dieses Jahres die Familienzeit, auch Papa-Monat genannt, beantragt. Es freut mich besonders, dass in den ersten Wochen die Betreuung des Neugeborenen von beiden Elternteilen möglich ist. Vor allem für die Väter bedeutet die Familienzeit die Chance und Möglichkeit, wichtige Bindung zum Kind aufzubauen. So Frauen- und Familienlandesrätin Verena Dunst.